liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe mit Train Sim World 3 und ja, wir haben heute die Einführung zur Peak Forest gespielt und werden jetzt dort natürlich bei den Einführungen erstmal weitermachen und da geht es in den Eisenbahnreisen jetzt erstmal los und da ganz wichtig, damit ihr dann einen Überblick bekommt, wir haben hier erstmal 30 Fahrten, von denen ihr 3 schon abgeschlossen habt, solltet ihr die Spirit of Steams oder das Spirit of Steam DLC schon haben, dort abgeschlossen haben wir die Einführung der Jubilee, der Formsignale und hier unten von der Stanier. Die werden wir natürlich nochmal machen, weil die Goldmedaillen brauchen wir für den Fortschritt. Aber damit wollen wir uns heute gar nicht beschäftigen. Das machen wir über die nächsten Folgen dann. Heute soll es um die neue Dampflokomotive gehen, die ja ein bisschen interessanter ist. Wir wollen aber auch natürlich mal kurz in den Fahrplanmodus reinschauen und stellen dann hier fest, 110 Fahrplanfahrten haben wir. Diese 110 Fahrplanfahrten habt ihr natürlich nur, wenn ihr alle DLCs habt und alle Strecken in Trains and World, was jetzt hier bei dieser oder bei diesem DLC gar keine so große Rolle spielt, weil wir hier eigentlich alles mitgeliefert bekommen, was wir brauchen. Ist zumindest mein Kenntnisstand. Also, ich würde sagen, ab in Reisemodus da. Und dann geht's nach Peak Forest 30. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit etwas, was wir noch gar nicht gemacht haben, mit Dampflokomotiven, nämlich die Berganfahrt-Einführung. Die Formsignale sollten soweit bekannt sein, die kennen wir schon aus Spirit of Steams, die Einführung würde ich dann auf morgen verschieben, dann können wir nämlich morgen auch mit den nächsten Videos dann das erste Kapitel auch schon durchspielen. Also jetzt erstmal die Berganfahrt üben, da werden wir wahrscheinlich jetzt mit einer Stanier den Berg hochkommen. Das werden wir uns jetzt anschauen. Ich gehe fast davon aus, dass es eine Stanier ist und keine, habe ich den Namen von der Lok schon wieder vergessen. Gucken wir kurz raus. In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man an Steigungen anfährt und wie man den Wechsel von Steigung zu Gefälle mit Gas und Bremse meistert. Und da lernen wir nämlich auch mal wieder ein bisschen was Neues. In dieser Einführung fahren Sie mit dieser LMS Stanier Class 811 Lokomotive einen Zug mit ICI-Schüttgutwagen. Das haben wir eben schnell fertig machen. Bereiten wir zu Beginn die Lokomotive vor. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Kombinationsbremse angelegt ist. Zum Zwecke dieser Einführung wurde die Kombinationsbremse bereits für Sie angelegt, damit sich der Zug nicht bewegen kann. Als nächstes müssen Sie den Richtungswender auf die Position voll vorwärts stellen. Dies stellt sicher, dass der Lokomotive die maximale... Der kleine Auswerfer ist derzeit geschlossen und sollte geöffnet werden, wenn der Zug fährt. Der Sandstreuer ist wichtig, um bei starken Steigungen oder schlechtem Wetter die Haftung zu behalten. Sie können den angezeigten Hebel nutzen, um Sand auf die Strecke vor oder hinter der Lokomotive zu streuen. Sobald die Bremsen gelöst sind, werden Sie etwas Kraft einsetzen müssen, um die Lokomotive davon abzuhalten, rückwärts zu rollen. Während Sie den Regler öffnen, sehen Sie, wie Dampf aus den Zylinderhähnen austritt. Außerdem werden Sie feststellen, dass der Druck im Dampfkessel auf der unteren HUD-Anzeige steigt. Ändern Sie den Druck am Regler, um die Dampfkessel auf einem hohen Druckniveau zu halten, ohne Radschlupf zu verursachen. Unter Umständen erfordert das etwas Übung. Ja, gebe ich definitiv mal zu. Der große Auswerfer muss vollständig geöffnet sein, um sicherzustellen, dass die Bremsen im ganzen Zug vollständig gelöst sind. Die Lokomotive ist nun bereit für die Fahrt und die Kombinationsbremse kann gelöst werden. So, das dauert jetzt einen Moment, bis die Bremsen gelöst sind. Wir brauchen hier unten einen Druck von 21. So, warten Sie, bis der Unterdruck der Bremse auf 21 angestiegen ist. Steht sogar da oben, habe ich es gar nicht gesehen. Das ist so Halbwissen. Wie gesagt, Dampflokomotiven ist für mich ein großes Thema, weil ich mit denen wirklich gar nicht so gut klarkomme, wie man es meinen würde. So, den auf geschlossen stellen, nur den kleinen Auswerfer offen lassen, damit die Bremsen auch immer schön gelöst waren. Sowohl an der Lokomotive als auch an den Wagen gelöst sind, sollten Sie nun losfahren können. Wenn nicht, erhöhen Sie vorsichtig die Leistung mit Hilfe des Reglers. Ja, funktioniert soweit alles. Wenn Sie die Leistung zu schnell erhöhen, werden die Räder ins Schleudern geraten. Wenn dies geschieht, sollten Sie die Leistung reduzieren, damit Sie die Kontrolle wiedererlangen.
Anschließend können Sie erneut, diesmal langsam, Leistung aufschalten. Jetzt, da die Lokomotive in Bewegung ist, können Sie die Zylinderhähne schließen. So, und dann geht's los. Haben wir Berganfahren gelernt. Wobei, das ist auch nochmal eine gute Übung, warum die Lokomotive allgemein vernünftig ins Laufen zu bringen. Ich hatte ja in vielen meiner Livestreams vergessen, dass ich den kleinen Auswerfer immer vollständig geöffnet lassen muss, damit die Bremsen kontinuierlich gelöst bleiben. Wenn ich den nämlich zumache, dann sehen wir hier unten, dass es passieren kann, dass die Bremsen unter Umständen anlegen. Auch wenn es nur leicht ist, deswegen den kleinen Auswerfer immer offen lassen, da macht die erstmal nichts verkehrt. Und dann versuchen wir mal, die 1,6 Meilen nach Peak Forest zu kommen. Was so klappt. Mal den Druck auch ein bisschen im Auge behalten. Ne? Der Druck hier unten, das hier ist der Kesseldruck, das hier ist der Zylinderdruck. Der Kesseldruck, der geht jetzt gerade nach unten. Das könnt ihr dadurch regeln, dass ihr den Richtungsschalter einfach ein bisschen zurücknehmt. Erstmal so auf 50%. Und dann kann es eigentlich, oder sollte es dann irgendwann passieren, je nachdem wie viel ihr zurücknehmt, dass der Druck wieder steigt. Ihr seht, der Druck steigt auch wieder. Das passt soweit. Also da erzähle ich zumindest mal keinen Blödsinn. Das ist gefährliches Halbwissen hier. Ich habe mit Dampflokomotiven in meinem Alltag bei der Eisenbahn echt so gar nichts am Hut. Also noch nicht mal, dass ich irgendwie Museumsbahnbetrieb betreibe oder so. Deswegen, ich habe da null Ahnung von, wie die Dinger funktionieren. Also doch, so grob weiß ich es natürlich, wie die technisch funktionieren. Aber das Fahren, das ist hier nochmal eine eigene Kunst. Boah, der Heizermodus, den gibt es leider noch nicht, weil es sollte ja eigentlich schon die Möglichkeit geben von Anfang an, dass wir auch den Heizer bedienen. Das geht aktuell noch leider noch nicht. Das soll aber irgendwann nochmal kommen. Funktioniert auf jeden Fall mal. Da bin ich ja schon mal halb zufrieden. Wir sollen erstmal über Peak Forest fahren. Okay. Halt, weil teilweise wieder extrem große Bahnhöfe, was daran liegt, dass mit den Dampflokomotiven natürlich noch wesentlich mehr Gleise gebraucht worden sind als noch zu Diesel- oder E-Lok-Zeiten, weil dort ja wesentlich mehr rangiert werden musste. Da die Lokomotiven ja auch gedreht werden mussten und so, das hat man ja nachher bei Lokomotiven mit Diesel oder mit Elektro, die auf beiden Seiten Führerstand hatten, ja nicht mehr. Wie viele Tonnen hatten der Hobel? Übersicht. So, wir haben 588 Tonnen, okay. Schauen wir mal. Er wird auf jeden Fall schneller, da mache ich ja schon mal nicht so viel verkehrt. Gefälle haben wir. Ihr habt auf dem Fahrzeug keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit euch anzeigen zu lassen. Es gibt bei der Rebit Games Variante von der Yule, gibt es einen Tacho hier, den gibt es hier bei dem Fahrzeug jetzt nicht. Das heißt, hier müsst ihr echt auf Schätzung fahren, solltet ihr ohne HUD fahren oder ihr lasst das HUD einfach an und dann wisst ihr, wie schnell ihr seid. Also das alles kein Problem. Wie laut die Dampflokomotiven noch sind, da muss ich den In-Game-Sound mal ein bisschen runterschrauben, vor allem wenn sie gleich anfängt abzublasen, wenn der Zylinderdruck zu hoch ist. Den Zylinderdruck, den könnt ihr übrigens dann aber auch wieder regulieren, indem ihr einfach ein bisschen mehr den Richtungswender aufmacht. Dann könnt ihr den da wesentlich besser regulieren.
beziehungsweise könnt ihn dadurch überhaupt regulieren. Müsst nur daran denken, dass ihr dann entsprechend auch mehr Dampf vom Kessel auf eure Zylinder gebt, ne? Dann werdet ihr auch theoretisch, wenn ich das technisch richtig verstanden habe, auch schneller. Oder wesentlich, also schneller. Komisches Wort. Mal ruhig ein bisschen machen. Schon wieder auf 50%. Mal ein bisschen Druck abbauen. Wir waren schon fast wieder am Limit mit unserem Druck. Mal dran denken, sobald ihr die 225 Bar habt, na Bar werden es nicht sein, dann würde der Kessel wahrscheinlich platzen. Ich glaube nicht, dass der 225 Bar aushält, es werden wahrscheinlich PSI sein. Da wird das Fahrzeug extrem laut, weil er ja anfängt über die Überdruckventile zu entlüften, also Druck abzubauen. Und jetzt soll ja gleich noch das Bergabfahren geübt werden. Und ja auch noch. Überall stehen Fahrzeuge und Züge rum. Wahnsinn. Aber das ist erstmal nur die Einführung. Wir müssen im Fahrplanmodus natürlich mal gucken. Den kriegt ihr heute Abend ab 19 Uhr dann natürlich zu sehen, im Fahrplanmodus. Beziehungsweise dann die Fahrplanfahrten aus dem ISO-Modus. Ziel. Dann geht es hier noch weiter nach Chapel in Frith. Das haben wir dreimal anhalten. Schauen wir mal. Jetzt habe ich Knopf gedrückt. Überall diese alten kleinen Stellwerke. Das Hupen mit den Dingern. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Zenit erreicht. Achten Sie auf die Geschwindigkeit der Lokomotive, wenn Sie die Spitze einer Steigung erreichen. Sobald Sie sehen, dass Ihr Zug die Geschwindigkeit nicht mehr hält, sondern sich die Beschleunigung erhöht, sollten Sie den Regler schließen und versuchen, Ihre Geschwindigkeit unter Kontrolle zu behalten. Sobald Sie ein Gefälle erreichen, sollten Sie mit der Kombinationsbremse die Geschwindigkeit kontrollieren. Ja, da können wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit lassen. Jetzt geht es ins Gefälle. Weil die Kombinationsbremse ist jetzt aber schon die normale Bremse, genau. Dann können wir jetzt hier Sand ausmachen, komplett aus, ist die Stellung. Dann den Regler auf 0. Und jetzt wird es gleich laut, Freunde. Weil jetzt haben wir natürlich keine Möglichkeit mehr, den Druck abzubauen. Und der Kollege Schweißfuß hier, der wird ja immer weiter versuchen nachzuschaufeln. Das kann man ja selber noch nicht regulieren. Wir werden aber durchs Bremsen, da wir ja mit Dampf bremsen, den ein oder anderen PSI verlieren. Machen wir mal den Kopf raus, da sehen wir ein bisschen mehr. Ich glaube, das wird eine Herausforderung, hier den ein oder anderen Zug nach oben zu bringen. Ja, jetzt fängt er an abzublasen. Licht anmachen hier. Da ist euer Licht übrigens. Führerstand.
Ah, ein ganz schön langer Tunnel hier. Sieht man natürlich nicht viel hier vorne raus. Aber ich sehe da hinten irgendwas leuchten. Grünes Signal wird sein. Das Tunnelportal ist es noch nicht. So, jetzt kommen wir gerade mal zu einer Erklärung, die jetzt hier noch gar nicht kam. Also wenn ich jetzt hier die Bremsen wieder gelöst habe, dann seht ihr, die Bremsen, die lösen langsam. Das liegt daran, dass der kleine Auswerfer natürlich immer noch vollständig geöffnet ist. Solltet ihr die Bremsen schneller gelöst haben wollen, einfach den großen Auswerfer aufmachen, warten, bis ihr die 21 PSI wieder habt. Und dann könnt ihr den wieder zumachen und dann macht der kleine Auswerfer, pumpt trotzdem weiter auf, bis wir wieder bei 21 bar sind. Also da ist eine reine Gewöhnungssache. Es gibt eine Kurztaste für den kleinen Auswerfer, den können wir uns mal zusammen angucken, weil ich glaube, das könnte nämlich sonst passieren, dass da die eine oder andere Frage nochmal kommt. Frischdampfinjektor, Schlabberventil, muss ich auch mal nachlesen, was das sein soll. Aber jetzt geht es um den großen Auswerfer, das ist die Umschalttaste J und der kleine Auswerfer. Der kleine Auswerfer LMNOP. Ne, der muss ja weiter oben sein. Da, der kleine Auswerfer ist Steuerung J und Umschalttaste J. Also, wir probieren es mal aus. Da mache ich ihn auf. Da mache ich ihn zu. Habe ich den kleinen Auswerfer gar nicht nachgeschaut. Gucken wir nochmal. Kleiner Auswerfer. Kleiner Auswerfer, Steuerung J und Steuerung Umschalttaste J. Okay, alles klar, dann haben wir das doch mal jetzt auf dem Zettel hier. Jetzt bereiten wir uns langsam darauf vor, den Zug dann auch gleich zum Stehen zu bringen. Das heißt, wir fangen schon mal an, ein bisschen zu bremsen. Sie nähern sich Ihrem Ziel. Denken Sie daran, die Kombinationsbremse zu nutzen, um Ihre Geschwindigkeit zu kontrollieren. So, dann machen wir den großen Auswerfer wieder auf, dass wir die Bremsen weiter lösen oder schneller lösen. Dann sind wir immer noch in 11 Promille. Ihr könnt auch die Dampfbremse mitnutzen. Die Dampfbremse ist sowas wie die Lokbremse bei unseren E-Lokomotiven, also die direkte Bremse quasi. So, Zugsicherungssysteme haben wir hier natürlich keine bei dem DLC. Bei so einem leichten Zug könnt ihr auch so ein bisschen die Dampfbremse mitnutzen. Ihr habt ja einen Haufen gebremster Achsen hier an der Lokomotive und relativ große Achsen sogar. Was wichtig ist, ne, hier sind nur 4 Achsen angetrieben. Ne? Also es werden auch nur mit 4 gebremst werden, wobei ich sehe hier hinten Bremsklötze. Oder bild ich? Ja genau, der Tender hat auch Bremsklötze. Ne, aber das hier, das Rad vorne und die beiden und die drei hinten, die haben natürlich keine Bremsfunktion. Da müsst ihr immer dran denken. Ihr seht, wenn ich die Dampfbremse reinmache, er bremst relativ fix dann auch. Gerade die muss man gedrückt halten. Eine relativ lange Einführung. Bringen Sie den Zug am angezeigten Ort zum Halten. Die 20 haben wir. So, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ob das alles funktioniert. So, es ist natürlich sehr ruckelig hier auf den alten Dampflokomotiven. War ja bei den alten DLCs auch schon so. Oder bei den älteren. So alt ist Spirit of Steam ja noch gar nicht. Raus, dann sehen wir auch unser Ende. So relativ dicht zum Stehen kommen.
Und den Rest machen wir jetzt mit der direkten Bremse. Oder mit der Dampfbremse, wie es hier heißt. Das rote Signal ist nicht sehr weit weg. Und immer dran denken, dass ihr mit dem Kessel vorne eine Menge Platz habt, ne? Gute Arbeit. Das beschließt dieses Trainingsmodul. Es wird ausdrücklich empfohlen, dass Sie sowohl Starts an Steigungen und den Wechsel von Anstieg zu Abstieg üben, bis Sie den Dreh raus haben. Sie gehören zu den herausfordernden Aspekten schwerer Güterzugdienste und Sie werden merken, dass Sie mehr Kontrolle über den Zug haben, wenn Sie den Dreh raus haben. Ja, Übung macht den Meister. Und damit haben wir die Berganfahrt dann auch geübt. 20 Minuten hat das Ganze gedauert, Goldmedaille haben wir mitgenommen und damit haben wir dann schon mal die erste Aufgabe im Reisemodus abgeschlossen. Und dann hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Habt ihr Fragen, ab in die Kommentare, die beantworte ich euch. Und ihr könnt natürlich sehr gerne auf den Discord kommen, der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann jetzt in der nächsten halben Stunde. Ja, weil es sind ja 4 Videos, die heute mit der neuen Strecke kommen, damit das alles passt. Und dann seid ihr da eingeladen, mit mir die neue Lokomotive LMS Fowler 4F kennenzulernen. Das ist die neue Lokomotive und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Bis dahin von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.